Vier Jahre allgemein sind nun ins Nostalgiealter gekommen, Nierentische und Tütenlampen ins Antiquitätengeschäft. An der Saar ist die Ära der 50er als besonderes und wechselreiches Kapitel der Landesgeschichte erinnerlich. Im Regionalgeschichtlichen Museum in Saarbrücken ist die Epoche von der Stunde Null zum Tag X in einer ständigen Ausstellung dokumentiert. Über der politischen Darstellung wird vor allem der Alltag der Cremeschnittchenzeit in Gegenstand. Kann man eine seither populäre Zigarettensorte, ein heute börsenbekanntes Salzstangenfabrikat und den Spitznamen des runden Landesvaters jener Jahre nehmen. Und so erinnert nun Wolfgang Felk an das saarländische Leben in den 50er Jahren. Das Völkchen an der Saar pflegte seine charakteristische, nur ihm eigene Lebensart. Aufs Brot schmierten wir uns Lanzig-Margarine aus dem Hause Fauser. Unser liebster Belag war Fenner Harz. Dazu tranken wir Wildberger Bohnen oder Katrainer Malzkaffee. Wer rauchte, rauchte Lasso aus der Zigarettenfabrik Yildiz in Saarlouis. Wir Kinder lutschten Lollis. Die verschmutzten Kleider überließen unsere Mütter dem ganz allein waschenden Mittel Valan, einem Produkt der Saarbrücker Tippwerke, von dem noch vor kurzem eine nicht mehr illuminierte Neonschrift auf einem Haus an der Berliner Promenade kündete. Wir Deutsche haben kein Mittel, Frankreich gegen seinen Willen zu einem Verzicht auf seine Position an der Saar zu zwingen. Na, wenn Sie ein Mittel wissen, werden Sie es ja sagen. Unser Kameramann besuchte Saarbrücken, das Herz des Saargebietes. Und so waren seine Eindrücke. Das Gesicht des Wagen. In den Kiosken französische Zeitungen, französische Magazine. Deutsch hingegen ist die Aufschrift am Gebäude des Saarländischen Landtags. Erst Anfang der 50er Jahre schlug sich der Sonderstatus des Saargebiets auch im Straßenbild nieder. Zuvor sah es hier aus wie in vielen anderen deutschen Städten kurz nach dem Krieg. Ein wüstes Trümmerfeld. Doch Trümmerfrau und Trümmermann, heimgekehrt aus Kriegsgefangenschaft, nahmen einander gleich wieder in die Arme, krempelten die Ärmel hoch und zogen beherzt einen Schlussstrich unter die Vergangenheit. Als ich zur Welt kam, war erst 5 Jahre Frieden. Die zahlreichen Invaliden auf der Straße waren keine Straßenverkehrsopfer. Das Loch hinter unserem Haus, das mit Bauschutt aufgefüllt wurde, bevor wir den Rasen säten, war ein Bombentrichter. Das Thema Krieg fand sich bei uns nur in Anekdoten wieder. Der grob vernähte Winkel im Rücken seiner Schlafanzugjacke, sagte mein Vater, stamme vom Krieg. Ich nahm an, dass das natürlich nicht ohne Verletzung seines eigenen Rückens abgegangen sein könnte. Aber beim Menschen schien sich sowas schneller zu verlieren als bei Kleidungsstücken. Ich habe meinen Vater nie im Gespräch mit anderen Männern über glorreiche Kriegserlebnisse reden hören. Das blieb mir erspart. Aber er hat auch nie gegen den Krieg geredet. Krieg war so etwas wie Sex. Die Eltern hatten es gemacht, aber es war kein Thema für Kinder. Auf die Militärparade folgte ein Empfang im Rathaus zu St. Wendel sowie ein zwangloses Zusammensein in der Residenz des Hohen Kommissars. Es war Frieden. Dennoch rollten weiterhin Panzer durch saarländische Straßen. Nun zur Feier des 14. Juillet, an dem sich auch die Saarländer erfreuen sollten. Erst waren die Franzosen Besatzungsmacht, dann so etwas wie die oberste Aufsichtsbehörde über die Regierung von Johannes Hoffmann, die 1947 aus ersten, noch nicht ganz so freien Wahlen hervorgegangen war. Gilbert Grandval, der Hohe Kommissar, und Johannes Hoffmann, genannt Joho, der Ministerpräsident. Dieses ungleiche Paar prägte das öffentliche Leben der frühen 50er Jahre an der Saar, in denen das teilautonome Saarland mit Hymne, Flagge und eigener Staatsbürgerschaft zumindest symbolisch aus dem Schatten seines Beschützers zu treten versuchte. Wirtschaftlich war es an Frankreich angegliedert und hermetisch von der Bundesrepublik abgegrenzt.
dachten zumindest die Franzosen. Wenn Sie den Hochwald und die Weißkirchner Markung sich ansehen mit dem riesigen Grenzgebiet, das war also schon eine grüne Grenze, eine sehr unübersichtliche Grenze, da konnten diese zwei Zollbeamten auf ihrem Kontrollgang durch den großen Wald, der den Franzosen, vor allen Dingen den Südfranzosen, gar nicht so heimlich war. Da konnte nicht allzu viel entdeckt werden, würde ich sagen. Wer also über die grüne Grenze ging, ging verhältnismäßig sicher über die Grenze. Drüben, in Trier oder Zweibrücken, besorgte man sich illegal Schuhe und Klamotten. Zu Hause gab es nach einer langen Nachkriegshungerphase plötzlich die exotischsten Spezereien, wie Datteln und Feigen, algerischen Rotwein, Kokosfett und Fleisch aus der Dose. Also gerüstet und gestärkt konnte man nach Kräften an den Wiederaufbau gehen. Es gab wahrlich viel zu tun, nicht nur in der Saarbrücker Bahnhofstraße. Wäre es nach den Franzosen gegangen, sähe Saarbrücken heute so aus. Der Corbusier-Schüler Henri Pinguisson hatte es auf dem Reißbrett in eine sogenannte offene Stadtlandschaft aus lauter großflächigen Quadern und Würfeln umgemodelt. Der Kult der nackten Vernunft sollte hier anziehen, ausgerechnet in Saarbrücken. Kein Wunder, dass dabei nur ein herausragendes Resultat herauskam. Der noch real existierende Bau des Hohen Kommissariats, heute Kultusministerium. Der im Saarland immer noch herrschende Wohnraummangel erfordert die rationelle Aufteilung des vorhandenen Wohnraumes. Hier zeigen wir Anbaumöbel, die nach individuellem Zweck und Geschmack angefertigt und den jeweiligen räumlichen Gegebenheiten angepasst werden. Sie erweisen sich als kultiviert und praktisch. Statt des Bauhaus-inspirierten Pinguisson hielt grenz- und klassenübergreifend der berüchtigte Gelsenkirchener oder Mahlstatter Barock Einzug in die deutsche Wohnstube. Frau Stegolinski, in diesem Wohnzimmer aus den 50er Jahren, erkennen Sie das Ihrige aus der damaligen Zeit auch wieder? In Grundzügen ja, diesen sehr schönen Épinglé-Bezug. Ein Nierentisch, den hatten wir in etwas schlichterer Form, dafür aber im Material etwas edler. Für eine Truhe, da hat unser Geld nicht gereicht, aber wunderschön natürlich diese Tütenlampen, die dann meistens irgendwelche Brandflecken hatten, weil die Birnen zu stark waren und das Material war eben Papier und Stoff. Und dann diese wunderschönen Gläser in dem Ständer, hier für Stixi wahrscheinlich. Lasso, Stixi und Joho. Die politisch konsumtive Grundversorgung des Saarländers in den frühen 50er Jahren. Mit Stixi, dem Salzstangenbäcker aus Ensdorf, ging es ab Mitte 50 weltweit steil bergauf, ohne dass jedoch die knappe Ware den Niedergang der Montanindustrie in den folgenden Jahrzehnten gänzlich hätte auffangen können. Auch unterm blauen Dunst von Lasso, Sultan halbe fünf und so, war kein neues tragfähiges Wirtschaftsimperium aufzubauen, obwohl es sage und schreibe 16 Zigarettenfabriken im Lande gab, einbezogen ins System des französischen Tabakmonopols. Doch 59, mit der Rückgliederung, waren auch die autonomen Tabaksblütenträume ausgeträumt. Und nun etwas Spezielles für die Damen. Gestatten Sie, dass wir Ihnen einige Haushaltsartikel vorführen, die Ihnen Ihre Alltagspflichten erleichtern helfen und somit Ihr Leben angenehmer gestalten. Hier macht die moderne Technik Waschen und Bügeln zur Freude, schont die Kräfte und die Wäsche, erspart Zeit und Geld. Ein anderer Traum ging endlich in Erfüllung. Der Wunsch der in obligater Kittelschürze waltenden Nachkriegshausfrau von der blütenreinen Wäsche, ohne Knochenarbeit in der Wäschküche. Also Waschtag, ich glaube, dass das nicht nur bei mir, sondern in ziemlich vielen Häusern ein ekliger Tag war. Die Mama den ganzen Tag unten in der Wäschküche. Ne? Also es war schon, war nicht angenehm. Und dann kam aber die Erlösung. Und dann kam die Erlösung. Die erste wurde nicht direkt vollautomatisch, aber man konnte vor allen Dingen die Wäsche reinmachen und man konnte sie kochen. Das war ja schon sehr wichtig, die Kocherei in der Maschine drin. Wenn man dann auch es nicht hat, keine Schleudere, es war nicht immer gleich an der Wäschmaschine Schleuder dabei. Und da hat man dann eine Schleuder sich gekauft. Die hat man hier einzeln zu kaufen gekriegt. Und da hat man sich eine Schleuder gekauft und hat die Wäsche dann, ja, wenn sie fertig war, drin gemacht. Und das war, also das ist man nur so gerne Wäsche gegangen. Im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung der Vereinigung der Kriegsbeschädigten, Ortsgruppe Saarbrücken 3,
kam auch Frau Mode zu Wort, indem das Haus Kutmann eine Auswahl seiner neuesten Modelle über den Laufsteg schickte. Die neue Herbst- und Wintermode zeichnet sich durch großzügige Vielgestaltigkeit aus. Bei den Mänteln herrschen die lockere Form und einfarbige Stoffe vor. Für uns Frauen gehörte die Mode dazu. Von Dior inspiriert hatten wir plötzlich wieder Taille, weitschwingende Röcke, später das Umgekehrte, die Haarlinie oder die A-Linie mit ganz schmalen Schultern und dann auch die Sacklinie mit Strickkleidern, die so richtig an uns rumhingen. Und damit ging man dann auf die berüchtigten Cocktailpartys? Man ging auf die Cocktailpartys, da hatte man natürlich ein Cocktailkleid. Länger als 2 Jahre konnte man das nicht tragen, weil es dann jeder kannte. Oder das kleine Schwarze, das war für immer gut. Man hatte auch ein langes Ballkleid. Man ging ins Theater im langen Kleid. Meistens war es selbst genäht. Man hat auch seine Pullover selber gestrickt. Und wir hatten eigentlich viel Spaß am Leben. Was spielte sich denn da so ab auf diesen Partys? Auf den Partys, wir hatten, wenn es keine Truhe war, hatten wir einen Plattenspieler, wir hatten ein Radio, das auch immer nette Musik brachte. Jazz war sehr beliebt. Wir haben sehr fantasievolle Schnittchen gemacht mit Gurkenfächern, Eierscheiben, Mayonnaise-Tupfern, Ketchup gab es schon in der Tube, Stixi. Wir haben Cocktails gemixt, wunderschöne Cocktails in tollen Farben. Manchmal war einem schlecht hinterher. Oder wir haben auch diesen scheußlichen algerischen Rotwein getrunken, weil er sehr, sehr billig war. Und wir haben getanzt, wir haben gequatscht, wir haben erzählt und hin und wieder auch einfach nur Jazz gehört. Friedel Hensch und die Zypris, Rita Paul und Bulli Bulan, Gerhard Wendland und das Sunshine Quartett erfreuten mit Schlagern, die jeder kennt und immer gerne hört. Führend auf dem jäh aufblühenden Vergnügungssektor war zweifellos Radio Saarbrücken. Verschrien zwar als Propagandasender der Joho-Regierung, mit seinen Live-Sendungen aus der Saarbrücker Wartburg jedoch beliebtes und populäres Medium für jedermann. Fast schon legendär Sperlings bunte Bühne mit Viktor Lenz. Fritz Weißenbach und die Saarlandbrille. Charlie Scholz als rasender Sportreporter. Und abends, da ging's nicht ins Maxim, sondern ins Delft oder ins Sanssouci. Es gibt kein Lokal in Saarbrücken, in dem ich nicht gespielt habe. Egal von Tante Meier, Alter Brunne, Delft, Sanssouci, Barbarina Bar. Dann gehobenes Publikum war in Delft, im Sanssouci. Sanssouci hat übrigens auch teilweise Kabarettprogramm gehabt. In der bunten Laterne war es auch sehr nett und ja, wo wir so überall rumgemacht haben. Wir unterstanden dem Arbeitsamt und zwar war da eine spezielle Musikervermittlung. Freitags morgens war Musikerbörse und da kamen wir hin und da hieß es, wer ist auf ersten frei? Sie gehen mit dem, sie gehen zum Walder von Koll, sie gehen zu dem und sie spielen mit der Kapelle dort. Und so wurden wir dann, wir waren ja Berufsmusiker und konnten spielen, nicht wie heute, wo mehr geprobt als gespielt wird. Auch diese Epidemie ging nicht spurlos am Saarland vorüber. Rock'n'Roll, wie der aufgekommen ist, das war in Neunkirche im Ratskeller. Da habe ich das erste Mal miterlebt und ich habe zugeschaut, wie sie getanzt haben. Und dann habe ich gedacht, naja, was die kennen, kannst du auch. Und da war einer gewesen, ein guter Partner und der hat immer mit mir getanzt. Also da kann kommen, was wollt, wenn Rock'n'Roll gekommen ist. Nur ich. Und da sind sie mal vom Club gekommen, alle Mann, und da haben alle Gare, sind gekommen, ist ja bei der Ratskellerin, und ich habe mich versteckt hinter der Peiler, schon gedacht, wenn der mich jetzt sieht, und dann
da war mir Tanze und da hat er eine Partnerin gehabt und wie sie so am Tanzen waren, da bin ich dann hinter dem Pfeiler raus und da hat er seine Partnerin nämlich hingedreht und bei mich komme ich da raus, komm, tanzen und dann habe ich mit dem mit der Rock'n'Roll getanzt, mit Überwurf und durch die Beine und über die Schulter, ne, wie man damals da getanzt hat. Wird endlich gut. Saarbrücken hat sein Hallenschwimmbad wieder. Damit steht der Bevölkerung und allen Wasserratten eine großräumige, lichte Schwimm- und Badeanlage zur Verfügung, die in technischer, architektonischer, hygienischer und sportlicher Hinsicht dem neuzeitlichsten Stand der Bädertechnik entspricht und allen diesbezüglichen Anforderungen gerecht wird. Der kollektive Waschzwang, noch so eine beliebte Nachkriegsneurose aller Deutschen. Die Wohnungsnot mit ihren engen, unhygienischen Verhältnissen schreit geradezu nach erhöhter Sauberkeit. Selbst wenn sich viele Parteien um einen Baderaum streiten müssen, so liegt es häufig nur am guten Willen, allen die Möglichkeit zu einem Bad zu geben. Es muss nicht unbedingt eine Badewanne sein, eine Dusche tut's auch. Und wo es gar keine Badeeinrichtung gibt, hilft man sich mit einem Kübel oder dergleichen. Wir haben kein eigenes Bad gehabt, das war ganz einfach. Wir haben kein Bad gehabt, wir haben es gewischt. Es hat jeder Wasserkrane gehabt. Und da hat man eine Wischschüssel gehabt und da ist die Wischschüssel ringgestellt gegangen und Wasser auf dem Ober heiß gemacht, in die Schüssel rein. Da war kaltes und da hat man sich ausgezogen, man hat geguckt, dass keiner durch. Und da hat man sich ausgezogen, Seife geholt, eine Wischlung geholt und hat man sich gut gewischt. Und da hat man das Handtuch geholt und hat sich abfrottiert. Haben wir auch sauber. Halt! Sie wollen doch nicht etwa die schmutzigen Sachen wieder auf Ihren sauberen Körper anziehen. Wieso schmutzig? Frau Peters, geben Sie Ihrem Mann doch schnell mal ein frisches Hemd. Und damit das in Zukunft nicht vergisst, legen Sie immer gleich ein neues heraus. Ein Wunder, dass da einige doch resistent geblieben sind gegen diese kernseifigen Sauberkeitsparolen. Meine wirklichen Sünden standen nicht im Beichtspiegel und konnten auch aus dem Tugendkatalog meines Vaters nicht abgeleitet werden. Ich kaute Fingernägel und ekelte mich vor der Butter auf dem Brot. Ich bohrte in der Nase und wusch mir die Hände nur an den Innenseiten. Ich ließ übelriechende Fürze und ging trotz wiederholter Aufforderungen meiner Mutter nicht aus mir heraus. Bauer wie Bauer, Schremmer wie Pflüger, kennt der saarländische Bergmann seine Heimaterde so innen wie außen und unten wie oben. Kann es da Wunder nehmen, wenn er diesem, seinem Heimatboden so stark verwurzelt, so eng verhaftet ist? Und dass sein Heim, sein meist sauer erspartes und mit Sorgfalt errichtetes Häuschen, seine Burg und sein Stolz und die Familie sein Glück und alles ist. Froh sieht er, wie sein Kind der Geschichte seiner Heimat nachspürt. Diese Heimat, die ihnen allen Nähr- und Mutterboden ist. Der Homo Saraviensis in der Wunschvorstellung der französischen Propaganda. Arbeitsam, heimatverbunden, bescheiden und loyal. Kohle und Stahl waren die wirtschaftlichen Filetstücke des Landes, auf die Frankreich stets ein wachsam begehrliches Auge warf. Doch den Bergleuten ging es recht gut, wie überhaupt der Lebensstandard und die soziale Absicherung der Arbeitnehmer keinen Anlass zu Klage boten. Dennoch rührte sich Anfang der 50er Jahre Unmut im Land. Bergleute demonstrierten gegen die Saarkonventionen, die unter anderem die Verpachtung der Saargruben an Frankreich auf 50 Jahre vorsahen. Es gab kein freies Tarifrecht, keine Mitbestimmung. Der gewerkschaftliche Industrieverband Bergbau und eine Reihe von Parteien waren verboten. Unliebsame Saarländer wurden kurzerhand abgeschoben. Im Vorfeld der Landtagswahlen 1952 agitierten die im Land nicht zugelassenen oder verbotenen Parteien CDU, Deutsche Sozialdemokratische Partei und die Demokratische Partei Saar von der Bundesrepublik aus, schmuggelten Propagandamaterial über die Grenze, etwa in solch höchst subversiven Aktionen. Zeitungen und Zeitschriften wurden zensiert, abweichende Politmeinungen ebenso wie brave Pin-Ups oder die eher harmlosen Karikaturen der Satirezeitschrift Tintenfisch, die von 1948 bis 1953 das Geschehen im Land aufs Korn nahm. Einer der Betroffenen, der Grafiker und Satiriker Roland Stigolinski,
sieht das alles im Abstand von fast 4 Jahrzehnten nicht mehr so tragisch. Wissen Sie, ich sehe es unter dem Aspekt dessen, der heute die Ereignisse in der DDR verfolgt. In der DDR hat man 40 Jahre gelebt, recht oder schlecht und miserabel zum Teil. Aber sie war nicht die Hölle. Und so war auch das Hoffmann-Regime ein vordemokratisches System, natürlich ein über den Innenminister ein polizeigesteuertes System, aber man konnte leben. So ließen sie denn auch ihn weiterleben. Joho und seine Christliche Volkspartei erhielten, trotz der Aufforderung der verbotenen Parteien, ungültige Stimmzettel abzugeben, bei den Landtagswahlen 52 noch einmal die Mehrheit. Es blieb alles beim Alten, also beim Dicken, vorläufig. Trieb doch auch die Saarländer nun aufkeimendes Fernweh stärker um als die Turbulenzen der saarländischen Innenpolitik. Als wir vom alten Fahrrad, neues Fahrrad, auf die Vespa umgestiegen waren, dann sind wir schon mal in die Bundesrepublik rübergefahren, bis Mannheim, Ludwigshafen, Neustadt, Kaiserslautern. Und als das erste Cremeschnittchen kam, dann kam so die erste Reise an den Tegernsee oder nach Italien. Rimini war ganz groß. Da konnte man damals auch noch hinfahren, denn da war noch nicht so ein fürchterlicher Betrieb, wie er heute ist. Auch an der Côte oder gar in Nordafrika tummelten sich damals schon die ersten Saarländer. Unter ihnen Bergbaulehrlinge in Ferienlagern der Régie des Mines am Mittelmeer. Freiwillige Sozialleistungen oder wohlkalkulierte Schritte auf dem Weg zu einer germano-romanischen Kultursynthese, wie der damalige Kultusminister Emil Strauß sie anstrebte. In der Volksschule jedenfalls war Französisch Pflicht. Doch die Kinder der 50er trennten damals weniger kulturelle als vielmehr metaphysische Welten. Ich wusste von jedem Kind, von jedem Bewohner unserer Straße, ob er evangelisch war. Und der gesamte Stadtteil war aufgeteilt in Territorien des einen oder des anderen Lagers. Daneben gab es einige umkämpfte Plätze. Unsere Straße war katholisch. Die Neunkircher Straße galt als evangelisch, der angrenzende Wald als zumindest stark evangelisch verseucht. Für die Katholiken war es gefährlich, sich in diesen Wald zu wagen, aber er war beste Gegend. In der Sandgrube konnte man Mutsprünge üben, über dem Hohlweg konnte man im Baum sitzen und im Ginsterfeld konnte man sich gut verstecken. Wer die Religionskriege und die Schule mit ordentlichem Zeugnis heil überstanden hatte, der durfte zur Saar-Universität. Schon kurz nach dem Krieg von den Franzosen für Mediziner in Homburg gegründet und seit 1949 mit mehr Fakultäten und europäischen Ambitionen in ehemaligen Kasernen im Saarbrücker Stadtwald angesiedelt. Musische Geister fanden eine Heimstatt in der Schule für Kunst und Handwerk, die in den 50er Jahren unter den Koryphäen Boris Kleint, Franz Massarel und Otto Steinert eine legendär gewordene Blütezeit erlebte. Dann aber unter künstlerischen und politischen Querelen dahinwelkte. Wie überall, wo die Compagnie de Renaud-Barrault bisher die hohe Schule der französischen Theaterkunst demonstrierte, so galten auch im Saarland Dank und Bewunderung nicht nur den anwesenden Schauspielern, sondern ebenso der schöpferischen Tradition des Nachbarvolkes. Damals nannte man solche gut nachbarlichen Kulturimporte Pénétration culturelle. Heute heißt sowas, wir haben ja schließlich dazugelernt, Perspektive du Théâtre. Garnwall und Gattin ließen es sich nicht nehmen, die Künstler in ihrer Garderobe aufzusuchen, um ihnen Lob und Anerkennung für dieses einmalige Theatererlebnis auszusprechen. Goodbye, Johnny, goodbye, Johnny. Die Saarländer vergnügten sich damals ohnehin lieber im Kino als im Theater. Aber leider. Und in besonderen Fällen lief einem sogar ein Leinwandheld in Saarbrücken leibhaftig über den Weg. Jetzt komm ich. Und da ist er auch schon, der Hans Dampf in allen Gassen, beziehungsweise der Fernfahrer Heinrich Lüther, alias Hans Albers, dem eine freudig bewegte Verehrerschar bei seiner Ankunft am Schlagbaum in Eichelscheid ein herzliches Willkommen zuteil werden ließ. Als dann die Wagenkolonne vorfuhr, Hans Albers mit seinem Auto entstieg, gab es für die Wartenden kein Halt und kein Zurück mehr. Eine Woge des Jubelns umbrandete den Leinwandliebling, der sich nur mit Mühe einen Weg durch das tosende Menschenmeer zum Hotel bahnen konnte, wo die beiden Gäste des saarländischen Filmvertriebs sichtlich gerührt ihrer Freude über die ihnen entbotenen Ovationen Ausdruck gaben. Goodbye, Johnny, goodbye, Johnny, mach's mir nicht so schwer.
ich muss weiter, immer weiter, meinem Glück hinterher. Das Goodbye für Joho kam plötzlich und für ihn unerwartet. Und zwar so. Während die Saarländer daheim dem blonden Hans zujubelten, wurde in Paris ohne ihr Zutun von Adenauer und Mendes France 1954 ein neues Saarabkommen ausgehandelt, das dem Saarland ein europäisches Statut verpasste. Über dessen Annahme sollte 1955 abgestimmt werden. Das Saargebiet stand vor der Frage, ob es das zwischen Frankreich und der Bundesrepublik beschlossene Statut über die Europäisierung der Saar billigen sollte. Kurz vor dem Abstimmungstag wurde das Land hermetisch abgeriegelt, um Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. Der Wahlkampf wurde mit aller Entschiedenheit geführt, er verlief aber fast überall ruhig. Von wegen ruhig. Die Saarländer spalteten sich in ein Volk von erbitterten Nein- und trotzigen Ja-Sagern, die Argumente und Fäuste aufeinander niederprasseln ließen. Wie erklärt sich diese für heutige Verhältnisse so gänzlich unsaarländische Lösung? Nach der Bildung der Bundesrepublik begann halt doch das Vergleichen zwischen der Situation hier, Wirtschaftsunion mit Frankreich, und drüben, Bundesrepublik, Wirtschaftswunder, wirkliche demokratische Freiheit und hier eben immer die Gängelung oder die Restriktion auf vielen Gebieten, die Benachteiligung auch. Und das hat dann das Anwachsen von Unzufriedenheit, natürlich auch das Anwachsen unguter nationaler bis chauvinistischer Gefühle. Die Auszählung der Stimmen ergab, dass 67,7%, mehr als zwei Drittel der Stimmberechtigten, das Saar-Statut ablehnten. Wir haben doch einem ganz natürlichen Gefühl Ausdruck gegeben. Und ich kann nur den Wunsch haben, nachdem uns diese Gelegenheit hier an der Saar geboten war, dass nunmehr auch unseren Brüdern und Schwestern in der Ostzone einmal ein gleiches Glück beschert wird. Die Bescherung für die Saarländer ließ nicht lange auf sich warten. Die Regierung Hoffmann hatte das Votum gegen das Europastatut als Plädoyer für Deutschland verstanden, trat zurück und machte den Weg frei für den Saarvertrag 1956, der die Angliederung des Saarlandes an die Bundesrepublik anleitete. Jetzt war er, Nolens Volens, auf einmal des Saarlands bester Freund. Seien Sie sich bewusst, dass Sie alle jetzt wieder dem gemeinsamen deutschen Vaterlande angehören. Einigkeit und Recht und Freiheit, also statt Lasso, Stixi und Joho. Die Saarländer endlich wieder daheim. Meine lieben Landsleute, in diesem Augenblick fällt die letzte Schranke, die uns noch von dem übrigen Bundesgebiet getrennt hat. Damit ist auch das Saarland uneingeschränkt ein deutsches Bundesland geworden. Komische Zeiten plötzlich. Keine Schlagbäume mehr nach Norden und Osten, kein prickelndes Schmuggelabenteuer. Kein Tätatät im Zollhäuschen mit den hassgeliebten Grenzern. Bei aller Freude eine Prise Abschiedsschmerz. Auf beiden Seiten. Als die Zeit vorbei war und er zurück musste nach Frankreich, haben die Weißkirche Bauglitzer gestaunt, als er beim Abschied heulte. Er wäre gern geblieben, hat er dann erzählt. Aber es hätte noch eine Zeit lang gedauert, bis er in Pension gehen musste. Noch ein Jahr, glaube ich. Und das konnte er sich nicht leisten, nachher vom Atlantik wieder zurückzukommen. Und so ist er dann eben auch gegangen. Etwas Kontakt ist nach dem Kriege geblieben. Einer hat sich eine Frau aus dem Hochwald mitgenommen, hat also sozusagen Verwandtschaft in Weißkirchen behalten. Und wir trafen natürlich auf den Reisen später an allen möglichen Grenzen die ehemaligen Weißkircher Zollbeamten. Das gab meistens ein Motzhallo. Und dann kam auch endlich alles, wonach alle strebten. Opel und Adenauer, Kühlschrank und VW. Die germano-romanische Dattelrepublik der frühen Jahre, nun im gesamtdeutschen D-Mark-Rausch.
Da sage einer, es gäbe keine Kontinuität in der deutschen Geschichte. Sweet.